sich genau so hin. Ja. Also parallel zum Ziel. Parallel zum Ziel. Okay. Mit beim Schießen stehst du ja so. Ja, genau. Nein, wir stehen parallel. Ja. Bogen entspannt in der Hand. Ja. So, wir legen den Nocken, den Pfeil hier unter dem Nockpunkt ein. Nockpunkt? Das ist dieser Punkt hier. Ja. Wie setze ich die Nockpunkte? Die werden ausgemessen mit einem Checker. Ja. So, dann raste der ein. Dann legst du den hier aufs Shelf. Genau. Und hältst den Bogen auf 1 Uhr. Okay. Damit der Pfeil nicht vom Shelf rutscht. Genau. Na? Ja, sieht man ja. Aber er hängt noch. Jetzt, jetzt ist er. Er hat sich also aus der Sehnenwicklung rausgedreht. Okay, also unten rein. So, dann drauf auf 1 Uhr. So, den Bogen und dann, es gibt verschiedene Griffformen. Ja. Es gibt den mediterranen Griff, da ziehst du so aus. Ja, so. Also den mit drei. Den benutze ich aber nicht. Okay. Du ziehst immer mit drei Fingern, prinzipiell. Okay. Ich benutze diesen Griff. Okay, den mediterranen. Das ist der mediterrane. Okay, einer das ist oben, zwei unten. Okay. Und ich benutze den nicht mediterranen Griff. Okay. So ziehe ich aus, damit funktioniert es besser, meiner Meinung nach. Okay. Na? Ja. So. Stehe ich hier in der Grundstellung? Ja. So. Aufgelegt, eingenockt und jetzt die Sehne ganz leicht auf Spannung. Okay. Ja. So, jetzt nehme ich den Bogen nach oben. Ja. In 1 Uhr Stellung und habe den Arm leicht, ganz leicht angewinkelt. Aber das hier in einer Linie. Okay. Ziehe den Bogen aus bis zum Ankerpunkt. Der Ankerpunkt ist der Mundwinkel. Winkel. Okay. Ja, und das mache ich mit dem Daumen. Bis ich mit dem Daumen hier. Okay. Wichtig ist, dass man es immer gleich macht. Genau. Immer den Daumen hier in den Mundwinkel. Ja. So, ich ziehe mal an. Siehst du? Ja. Genau. Und man macht das so, man konzentriert sich, peilt den Goldpunkt an, gibt den Bogen an. 1 Uhr. So, zieht jetzt den Bogen aus bis zum Mundwinkel. Ja. Und peilt über die Bogenspitze, über die Pfeilspitze das Ziel an. Und lässt los. Ich werde jetzt mehr auf Technik und ja, klar. Ziel, ne? Und da oben rechts ist er hingegangen ins Nevers Schwarze. Mache ich jetzt ein paar Mal. Ja, okay, prima. So. Also, einnocken, Pfeil auf Schelf auflegen. Bogen auf 1 Uhr. Ja. Drei Finger unter den Pfeil und ja. Den Nocken nicht berühren, sonst okay. Schiebst du den Pfeil nach oben. Ah, okay, das wollen wir nicht. Der Nocken hängt von alleine da, mhm. Der Pfeil kann das auch machen. Ganz knapp einen Millimeter unter dem Nocken vom Pfeil. Okay. Damit man ja, ein bisschen Spiel. Berührt, muss ein bisschen Spiel haben. Mhm. Dann Bogen ziehen, ich mache jetzt mal auf Treffer. Ja. So schnell. Mal die ganzen grünen, schwarzen, okay. Okay. Versinke ja richtig gut, hä? Ja, dafür, dass die so billig sind, die Pfeile, fliegen die sehr gut. Alles Carbon-Pfeile. Oh, cool. Ich habe aber Aluminium-Pfeile. Die darf man nur nicht, wenn du da gegen die Wand schießt, drückt sich die Spitze direkt ins Aluminium und platzt der Pfeil. Genau, ist alles am Arsch. Und du siehst, ich halte noch nach. Ja. Das ist auch wichtig, wie beim Schießen und beim normalen Schießen genau. Nachhalten. Jo, mache ich jetzt mal. Leider konnte ich mich selbst beim Bogenschießen nicht filmen, aber das sind meine ersten 35 Pfeile. Ja, aber sowas von. Aber man sieht, ja, was sieht man? Man sieht, dass ich keine Ahnung davon habe, aber es macht Spaß. So sieht's aus. Oh, das ist gelb. So. Ja, schön. Zack! So sieht es aus, wenn wir beide auf die Scheibe schießen. Ja. Sieht ziemlich zentral aus. Bis ein paar Flyer. Hier oben ja. Und an den Seiten, aber generell das Gelbe ist sehr gut perforiert. Da sind wir ganz gut unterwegs. Ja, und das halt von da hinten aus. Ja. Sehr schön. Jetzt alles rausziehen, was arbeitet.